Es ist Punkt 11 Uhr. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur ersten Vortragssession der AGMB 2020. Ich ganz sehr auf zwei spannende Vorträge. Und beginnen wollen wir mit Dr. Jasmin Schmitz. Frau Schmitz ist promovierte Informationswissenschaftlerin. Bei ZB Med ist sie zuständig für die Publikationsberatung. Und heute berichtet sie in einem Überblicksvortrag dazu, zum Thema, was ist Open Science? Frau Schmitz, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlich willkommen und auch von mir. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass ich quasi heute den Auftakt bei den Vorträgen machen darf. Ich habe mir mal das Thema eben Open Science vorgenommen und würde jetzt in der nächsten, ja, sagen wir mal gut 20 Minuten, Ihnen mal einen Überblick darüber geben, wie sich dieses, ja, doch, ja, Thema, letzten Endes sperrige Thema Open Science, wie sich das aufdröseln lässt. Generell bei diesem Thema ist die erste Frage natürlich, was ist die Definition von Open Science? Wie kann man das Ganze definieren? Und es gibt eine Arbeitsgemeinschaft Open Science und die definiert Open Science wie folgt. Der Begriff Open Science, offene Wissenschaft, bündelt Strategien und Verfahren, die darauf abzielen, die Chancen der Digitalisierung konsequent zu nutzen, um alle Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses über das Internet offen zugänglich, nachvollziehbar und nachnutzbar zu machen. Damit sollen Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft neue Möglichkeiten im Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen eröffnet werden. Ich denke, ein zentraler Bestandteil dieser Definition ist, dass alle Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses über das Internet offen zugänglich gemacht werden. Warum das zentral ist, wird hoffentlich im Laufe des Vortrags auch nochmal genauer rauskommen. Wie immer, also warum, was ist generell, was sind die Ziele dieser ganzen Geschichte? Oder von Open Science. Einmal zum einen eine Demokratisierung von Wissenschaft, das klang ja auch eben in der Definition schon an. Dann soll die Integrität und Reproduzierbarkeit von Wissenschaft gefördert werden. Ergebnisse sollen nachgenutzt werden und damit soll eben eine Effizienz und Kostenersparnis eben auch erreicht werden. Und den Defiziten im Wissenschaftsprozess soll begegnet werden. Also diverse Aspekte werde ich da gleich auch im Vortrag noch ansprechen. Letzten Endes, Open Science passiert nicht im luftleeren Raum. Es gibt diverse Taktgeber, einmal auf der politischen Seite, die Europäische Kommission mit der sogenannten European Open Science Cloud ist da ein wichtiger Taktgeber. Die OECD macht Open Science zum Arbeitsprinzip. Die UNESCO hat erst kürzlich ein Papier veröffentlicht und einen öffentlichen Konsultationsprozess dazu gestartet. Und es gibt aus der Wissenschaft heraus auch jede Menge andere Initiativen, beispielsweise Open Science as soon as possible, die sich so ein bisschen an Forschende im biowissenschaftlichen Bereich richtet. Irgendjemand von Ihnen hat noch das Mikro an. Es wäre ganz gut, wenn Sie das ausschalten könnten, weil ich sonst komische Geräusche auf mein Ohr bekomme. Vielen Dank. Wie lässt sich die Definition ansonsten noch runterbrechen? Wenn man generell sich einem Thema annähert, dann schaut man ja auch mal ganz gerne in die Wikipedia. Und hier haben wir einen Ausschnitt aus der Wikipedia, und wo dargestellt ist, wie man sich das Thema eben vorstellen kann, wie man das oder zu welchem Punkt man das runterbrechen kann. Zum einen haben wir hier den Punkt Open Educational Resources, das heißt, wir haben hier einen starken Bezug zur Lehre. Open Access dürfte weitestgehend bekannt sein. Open Peer Review ist ein Aspekt, der zunehmend auch ins Bewusstsein gerät. Open Methodology, wobei man das Thema offene Methodik eben nochmal runterbrechen kann. Präregistrierung, Registrierung von Reports, offene Antragstellung, sogenannte Lab Notebooks und eben auch das Thema Citizen Science. Des Weiteren gehört dazu das Thema Open Source oder eben auch offene Software, offene Schnittstellen, Open Data oder das große oder dieser große Themenkomplex Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement. Was im Kontext Open Science häufig auch genannt wird, ist Open Innovation und Open Citations,
Ich werde jetzt in den nachfolgenden Folien jeden dieser Aspekte einmal kurz ansprechen, damit Sie einen kompakten Überblick bekommen über die einzelnen Themenfelder, die in der Regel mit dem Begriff Open Science gemeint sind und eben davon abgedeckt werden. Ich fange an mit den Begrifflichkeiten, die schon so weitestgehend bekannt sind und arbeite mich dann vor eher an so, bis zum Schluss dann eher an so Themengebieten, die doch so weniger bekannt sind oder wo man sich im ersten Moment vielleicht nochmal fragt, oh, was ist das denn und was hat das mit Open Science zu tun? Das große Thema Open Access, da lässt sich zuzusagen, dass die Open Access Quote langsam steigt. Je nachdem, welche Zahlen man sich beguckt, welche Datenbasis man sich dann beguckt, können die Zahlen aber durchaus variieren. Die variieren auch bei unterschiedlichen Fachgebieten. Ich habe hier mal einen Screenshot vom Open Access Monitor eingefügt in die Präsentation. Die sehen den Open Access Anteil momentan bei 49% in Deutschland. Aber wie gesagt, je nach Datenbasis kann das durchaus variieren. In Bezug Open Access, letzte Woche war die große Konferenz Open Access Tage. Das Thema ist angekommen, aber es gibt nach wie vor große Herausforderungen, was die Lizenzierung angeht, die Integration in die Erwerbung. Der zweite Vortrag wird sich auch um dieses Themengebiet drehen. Das Themenfeld Predatory Publishing, Ausweitung des Open Access Themas auf andere Publikationstypen, wie beispielsweise Monographien, Geschäftsmodelle etc. Also da sind die Herausforderungen durchaus vielfältig. Nichtsdestotrotz kann man sagen, Open Access ist im Prinzip angekommen. Was wir als neues Themenfeld und Diskussionspunkt haben, sind die Preprints als spezielle Form der Open Access Publikation, die jetzt gerade insbesondere durch die Covid-19-Forschung ganz großen Auftrieb erhält, wo man, glaube ich, in Zukunft nochmal schauen muss, wie man sich dazu verhält und schauen muss, inwieweit wissenschaftliche Disziplinen, die künftig auch dauerhaft nutzen werden für ihre Wissenschaftskommunikation. Dann das Thema Open Data, wobei man im Wissenschaftskontext hier zunehmend von Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement spricht. Hier haben wir eine Besonderheit, weil man im Kontext von Forschungsdatenmanagement und Forschungsdaten zunehmend von den Fair Data Prinzipien spricht. Also dass Forschungsdaten auffindbar sind, zugänglich, also sie miteinander kommunizieren, austauschbar sein müssen und nachnutzbar sein müssen. Diese Fair Prinzipien bedeuten aber nicht zwingend, dass die Forschungsdaten offen sind, offen zugänglich, frei im Internet verfügbar sind. Das geht bei manchen Forschungsdaten eben auch nicht, weil es dort rechtliche Probleme gibt. Und deswegen habe ich das auch bei den Herausforderungen mit aufgenommen. Also bei den Forschungsdaten haben wir eine Besonderheit. Hier wird zunehmend oder überwiegend das FAIR-Prinzip diskutiert, was nicht zwingend heißen muss, dass Forschungsdaten offen sind, aber eben auffindbar und zugänglich und in irgendeiner Form nachnutzbar, wenngleich auch nicht im komplett öffentlichen Raum, sollte gewährleistet sein. Die Herausforderung ist, dass die Daten unglaublich heterogen sind, nicht nur, wenn man sich eine Disziplin beguckt, sondern auch mehrere Disziplinen. Aber auch innerhalb einer Disziplin können halt Daten sehr heterogen schon sein. Und wir haben so Fragen, was gilt denn für Daten überhaupt das Urheberrecht? Sind Daten publikationswürdig? Wie kann man Daten lizenzieren? Welche anderen rechtlichen Aspekte gibt es, wie Datenschutz beispielsweise? Was ist mit Datenschutz? Was sind mit personenbezogenen Daten? Das sind alles Dinge oder Herausforderungen, die geklärt werden müssen. Dann gibt es jede Menge Initiativen, die sich um Detailaspekte kümmern, einmal um den FAIR-Prinzipien eben Leben einzuhauchen, beziehungsweise um die für die jeweiligen Disziplinen eben auch anzupassen. Da ist herauszustellen die GoFair-Initiative und die Initiative Fair Sharing. Dann gibt es diesen Aspekt der Infrastruktur, die nationale Dateninfrastruktur NFDI,
ist hier zu nennen. Da werden wir ja im Laufe der Konferenz, beziehungsweise haben wir in der vergangenen Konferenz auch schon drüber gesprochen, wird aber in Zukunft auch immer wieder Thema sein. Die Infrastruktur We3Data, wo man Forschungsdatenrepositorien recherchieren kann. Das ist eine Möglichkeit. Ein Thema ist Zitierfähigkeit von Daten. DataCite kümmert sich darum und eben auch das ganze Themenfeld Altmetrics, Zitierung eben auch von Daten, wie kann man das messen? Darum kümmert sich CrossRef Event Data. Also ich kann jetzt auf die einzelnen Initiativen nicht in Ausführlichkeit eingehen. Deswegen habe ich hier in der Präsentation eben die Links reingepackt. Wenn Sie das interessiert, können Sie da, haben Sie weiteren Stoff, um das nachzurecherchieren. Dann das Themenfeld Open Source ist, glaube ich, ein Themenfeld, was auch schon seit Ewigkeiten existiert. Und im Hinblick auf Wissenschaft spricht man eben auf Forschung, über Forschungssoftware und offene Schnittstellen, insbesondere offene Forschungssoftware. Hier hat man die Herausforderung, dass wenn Forschende Analysesoftware beispielsweise schreiben, dass das anerkannt wird als eigenes Arbeitsergebnis wissenschaftlicher Forschung. Dann muss für Forschungssoftware als eben ein Produkt der Forschung eben auch die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis dafür gelten bei der Entwicklung. Also da, man kann in der Wissenschaft vielleicht nicht so agieren wie in einem Softwareunternehmen, sondern muss eben nach wissenschaftlichen Prinzipien agieren. Und der ganze Themenkomplex der Nachnutzbarkeit, Verwertung, gilt ähnlich wie bei den Forschungsdaten eben auch für Forschungssoftware. Sprich, hier sind Urheberrechtsfragen, Patent- und haftungsrechtliche Fragen zu klären, die eben auch von Belang sind und nicht trivial sind. Auch hier in dem Bereich gibt es diverse Initiativen, was die Zitierfähigkeit von Software angeht. Wir wissen ja, in der Forschung spielt Zitieren eine wichtige Rolle, auch für den Aufbau von wissenschaftlicher Reputationsbildung. Und da macht sich die Force 11, eine Arbeitsgruppe dort, hat sich des Themas angenommen, wie man wissenschaftliche Software eben korrekt zitieren kann. Dann eben, wie geht man generell in der Wissenschaft mit Forschung Software um? Da gibt es eine Arbeitsgruppe in der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen. Und es gibt jetzt auch dazu neue Lernformate, wie beispielsweise die Software Carpentries, wo man eben wo Forschenden auch beigebracht wird, wie sie überhaupt Software schreiben, wie das Ganze funktioniert und da eben auch Hilfestellungen geben. Weil das Thema softwaregestützte Analysen in der Forschung, gerade auch in der lebenswissenschaftlichen oder medizinischen Forschung, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dann das Themenfeld Open Peer Review, also ein offen gestaltetes Begutachtungsverfahren. Hierbei muss man bedenken, dass Open Peer Review ein Sammelbegriff ist von ganz unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten, also von einer kompletten Öffnung, also dass alles öffentlich ist, von den Gutachten, von der Identität der Begutachtenden und hinterher auch noch ein Kommentierungsprozess. Oder eben auch entsprechende Abstufungen, dass manche Aspekte da in diesem Peer-Review-Prozess eben nicht komplett offen sind. Also Open Peer-Review ist generell halt ein Oberbegriff, wobei sich jedes Gremium oder jede Publikation nochmal überlegen muss, wie sie das tatsächlich gestalten wird. Hier gibt es auch wieder ganz spezifische Herausforderungen, nämlich die auch ganz unterschiedlich sind, je nachdem, wie man das Peer-Review-Verfahren oder das Open-Peer-Review-Verfahren dann tatsächlich gestaltet. Das Finden von Gutachtern, Anerkennung der Gutachtertätigkeit beispielsweise. Dann gibt es diverse Plattformen, mit denen man Open-Peer-Review realisieren kann und die da zeigt sich auch eine Tendenz, dass die kommerzialisiert werden. Wie geht man mit dem Thema um? Dann haben wir interessanterweise erfolgreiche Beispiele, beispielsweise F1000 und nicht so erfolgreiche Beispiele wie von Nature beispielsweise. Und da muss man im Prinzip analysieren, warum ist es einmal erfolgreich, warum ist es nicht erfolgreich, was sind die Garanten quasi für Erfolg, was funktioniert nicht so gut. Und das muss man im Prinzip noch analysieren und es gibt halt unter Begutachtenden auch schon erste Initiative, wo man sich zur Open Peer Review bekennen soll. Das heißt,
Open Peer Review Oath, das heißt so ein Appell an Forschenden quasi, an die Forschenden, dass sie Gutachten eben auch unterschreiben, also mit ihrem Namen einfach auch unterschreiben und sagen, und da eben so einen Schritt wagen in Richtung Öffnung, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Dann das Themengebiet offene Methodik. Offenes Arbeiten in der Forschung fängt ja zum einen damit an, dass man den Antrag vielleicht offen stellt, also den Antrag, Forschungsantrag, Beantragung von Drittmitteln, dass man den öffentlich stellt. Da gibt es vereinzelte Beispiele, wenn man das Thema Open Science wirklich konsequent durchexerzieren möchte, dann spielt das auf jeden Fall auch eine Rolle. Man findet einige wenige Beispiele, aber das scheint noch nicht ein Thema zu sein, was gängige Praxis ist. Es gibt da auch diverse Herausforderungen, es ist keine Policy, keine richtigen Initiativen. Wenn man auf Plattformen wie Figshare oder beispielsweise oder Zenodo schaut, findet man vereinzelt eben auch offene Forschungsanträge. Aber da ist ähnlich wie beim Open Peer Review Verfahren, hat man hier ähnliche Herausforderungen, muss dann auch Gutachtende finden, man braucht eine Infrastruktur, die auch möglichst offen ist, etc. Dann, was die Methodik angeht, wird vielfach eine Registrierung von Forschungsarbeiten mittlerweile diskutiert, um eben Doppelarbeit und Dokumentation, Doppelarbeit zu vermeiden und eben Dokumentation eben auch zu gewährleisten. In der Medizin ist das bei den Trials eigentlich schon gängige Praxis. Man möchte das jetzt in modifizierter Form auch auf andere Wissenschaftsgebiete übertragen. Hier ist die Idee, dass man eben sein Forschungsdesign aufschreibt und dann eben schon einer Begutachtung unterzieht und dann die Daten sammelt, analysiert und dann der Schlussreport oder die Ergebnisse quasi ebenfalls nochmal einem Peer Review unterzogen werden. Das ist bei der Trial Pre-Registration vermutlich etwas anders. Da fällt der erste Peer Review-Schritt. Aber generell ist, man möchte hier eben Hypothesenbildung und Analyse eben auch voneinander entkoppeln und somit soll die Forschung eben transparenter und glaubwürdiger werden. Problem, was man hier noch hat, dass die Zeitschriften insgesamt negative Ergebnisse auch berücksichtigen müssen, weil das kann natürlich jetzt dann bei so einer Arbeitsweise eben auch sein. Da sind Zeitschriften nicht immer begeistert von, aber insgesamt nimmt das Interesse an Registered Reports eben zu, weil damit eben die Qualität der Forschung eben auch steigt. Selbst wenn bei der Forschung hinterher die Ergebnisse, am Ende man kein Ergebnis hat oder man keine eindeutige Bestätigung der Hypothesen hat beispielsweise. Es gibt diverse Initiativen, Open Science Framework, Open Trials, wo man eben auch Infrastruktur findet, um seine Forschungsideen vorher registrieren zu lassen. Dann gehört zu dem Themenfeld eben noch offene Laborbücher oder Notebooks. Auch hier steht die Transparenz und die Dokumentation im Vordergrund. Herausforderungen sind eben überhaupt, dass man dieses Papier-Notebook tatsächlich auch digitalisiert oder überhaupt das, was man dort reinschreibt, überhaupt erstmal digital macht. Dann muss man geeignete Software auswählen. Es gibt da natürlich die klassische Frage, mache ich das Open Source oder mit kommerziellen Produkten? Wie binde ich das Ganze an Forschungsdatenmanagement an? Also da gibt es meines Erachtens momentan noch eine große Diskussion, wie man das realisieren kann. Es gibt diverse Initiativen, auch mit Infrastruktur, Open Science Framework, Jupyter Notebooks, My Experiment, wo man eben auch online Daten eintragen kann und analysieren kann. Und was die Auswahl von Software angeht, hat ZBMET eben auch den ELN-Wegweiser auf den Weg mitgebracht, der im nächsten Monat oder spätestens nächsten Monat auch nochmal in aktualisierter Form erscheint. Dann beim Thema offene Methodik wird häufig auch das Thema Citizen Science besprochen, also die komplette Öffnung der Forschung für die Öffentlichkeit. Schlussendlich ist das eigentlich, wenn man sich das genau betrachtet, nichts Neues, sondern eher eine Formalisierung von Aktivitäten, die es schon immer gegeben hat.
Es gibt da zahlreiche Projekte. Wenn Sie auf die Plattform Bürgerschaffen Wissen gehen, finden Sie da jede Menge Projekte. Das große Aber bei Citizen Science ist aber, dass man momentan die Bürger in erster Linie dazu einbindet, Daten zu sammeln. Zu Ende gedacht bedeutet Citizen Science aber eigentlich, dass man Bürger auch schon bei der Hypothesenbildung mit einbezieht. Das heißt, es wird ein großes Thema sein, dann ist aber auch weitere Herausforderungen bei dieser Sache, sind dann eben auch wiederum rechtliche Fragen, wem gehören die Daten dann tatsächlich, eine Vereinheitlichung von Daten. Ja, das sind die Herausforderungen und wie gesagt, auch hier gibt es diverse Initiativen. Dann das Themenfeld Open Educational Resources, steckt ja schon im Titel, hat einen starken Bezug zur Lehre, ist aber nicht begrenzt auf Hochschullehre, sondern jede Form von Lehre. Das heißt, alles, was darunter fällt, also das kann sehr weit gefasst sein, von einem einfachen Infoblatt bis komplette Online-Kurse. Es gibt da diverse Prinzipien, die 5Rs, wie Sachen eben geteilt, genutzt und weiterverarbeitet werden sollen. Und diese Prinzipien geben eben den Rahmen vor. Hier haben wir eine Infrastruktur, hier als Herausforderung haben wir Infrastruktur und Auffindbarkeit. Ich glaube, über das Thema Open Educational Resources könnte man einen kompletten eigenen Vortrag halten, weil das so eine Welt für sich ist und auch Problemlagen, also eine eigene Problemwelt eben auch für sich. Das heißt nicht, dass das Thema problematischer ist als andere, aber es gibt da eben auch nochmal ganz spezifische Probleme, weil es so weit gefasst ist über diverse Lehrangebote, eben nicht nur Hochschullehre, sondern eben auch Lehre in der Schule und außerschulische, außeruniversitäre Lehre, alles wird darunter gefasst und deswegen ist das Thema an sich sehr, sehr komplex. Auch hier gibt es eine Initiative, die sich um die Aufarbeitung des Themas kümmert und auch hier Hilfestellung geben möchte. Das ist die Informationsstelle OER. Im Zusammenhang mit Open Science wird häufig auch diskutiert das Thema Open Metrics oder Open Citations im wissenschaftlichen Reputationswesen ist eben die Währung, die Zitation. Momentan haben wir die Situation, dass diese Zitationsdaten in der Hand von proprietären Anbietern sind, Web of Science, Scopus. Oder wir haben eben Google, wobei die hier die Qualität durchaus als problematisch gewährleistet werden kann. Größte Herausforderung ist, es gibt Initiativen, um Zitationsdaten freizumachen. Das ist diese Initiative for Open Source Citations. Das Problem ist aber, dass die Verlage hier mitmachen müssen und ihre Zitationsdaten bzw. die Referenzen auch einspielen müssen in diese Systeme. Und hier brauchen wir eine kritische Masse und dann ist eben auch noch die Frage der Datenqualität, um dann eben die Zitationen auch auszählen und auswerten zu können. Genau, und ein Thema, was eher so am Rande vorkommt oder am Rande diskutiert wird, ist eben das Thema Open Innovation oder Crowdsourcing. Das spielt sich sehr häufig in Unternehmen ab und hier ist die Idee, dass man den nicht weniger den Forschungsprozess, aber den Entwicklungsprozess eben nach außen öffnet, um dort Potenziale freizusetzen oder sich Potenziale von außen reinzuholen. Das macht man halt häufig über Online-Plattformen, Diskussionsforen und setzt dann häufig auch kleine Wettbewerbe, lobt Preise aus oder Jobs aus. Und da gibt es halt besondere Herausforderungen, wem gehört das geistige Eigentum. Es gibt diverse Plattformen, über die das Ganze abgewickelt wird und wo das Ganze dann hinterher in Diskussionsforen beworben wird. Eine Plattform ist Innocentive beispielsweise. Also einige Unternehmen machen das, aber wahrscheinlich ist das eher weniger wissenschaftsbezogen und ist auch eher Outsourcing als komplette Öffnung. Und es ist fraglich, inwieweit Unterlagen hinterher komplett zugänglich gemacht werden. Also die Zielsetzung ist insgesamt tatsächlich eine andere. So, jetzt haben wir die verschiedenen Aspekte, die Open Science ausmachen können. Wenn wir uns dann mal den Forschungskreislauf betrachten, also wie wird geforscht von der Ideenfindung, Forschungsplanung, Datenerzeugung, Datenanalyse, Erkenntnisse, Qualitätssicherung und dann hinter die Publikation,
dann ergibt sich eine Möglichkeit, die einzelnen Aspekte des Open Science entlang des Forschungskreislaufs eben auch abzubilden. Und dann sehen wir eigentlich ganz schön, wie sich die einzelnen Aspekte ineinander fügen und dass mit Open Science wirklich auch die komplette Öffnung des Forschungskreislaufes gedacht wird. Insgesamt steht aber diese komplette Öffnung noch vor jede Menge Herausforderungen. Ne? Was wir jetzt hier sehen, Open Access, offene Forschungsdaten, das sind durchaus Themen, die schon breit diskutiert werden. Ziel muss aber sein, dass der komplette Forschungskreislauf geöffnet wird, soweit das möglich ist. Das heißt, man braucht tatsächlich Anreize, dass Forschende das auch machen. Die machen das nicht von alleine, weil das ganze Zeit und Geld kostet. Das heißt, die brauchen da irgendeine Form von Incentive. Dann haben wir noch den klassischen Reputationsaufbau in der Forschung und teilweise geht das konträr mit dem, was in Open Science gefordert wird. Das heißt, das Ganze muss miteinander vereinbart werden. Dann gibt es unterschiedliche Stakeholder, die jeweils was anderes möchten und das Ganze muss eben auch vereinheitlicht werden. Also Stakeholder, Interessen der Universität, Forschungsförderer, Forschende, das muss alles miteinander vereinheitlicht werden. Dann dieser Aspekt Mehrarbeit für die Forschenden muss auch berücksichtigt werden. Da muss es Zeit und Geld für geben. Und man braucht natürlich Infrastruktur. Forschende muss beigebracht werden, wie man Open Science macht. Eben Beratung ist eben auch zentral. Dann muss man ein Auge darauf haben, ob oder inwieweit kommerzielle Anbieter da sich hervortun und ob man das in jedem einzelnen Stadium tatsächlich möchte. Das heißt, das ist ein Thema, was man diskutieren muss. Dann haben wir die Heterogenität in den Wissenschaftsdisziplinen. Das heißt, Open Science in einer Disziplin heißt nicht zwingend die genaue gleiche Ausgestaltung auch in einer anderen Disziplin. Dann das ganze Thema, wie misst man die Offenheit von Forschung und von Wissenschaft und eben eine ganz, ganz große Herausforderung, wie implementiert man Open Science in Gänze an Hochschulen und an Universitäten oder auch in der außeruniversitären Forschung. Ne? Nicht nur dieses Rauspicken von einzelnen Aspekten, Open Access, offene Forschungsdaten oder vielleicht meinetwegen auch Open Peer Review, sondern wie wird das Ganze, die komplette Öffnung quasi realisiert und am Ende dann eben auch von der Forschung, von den einzelnen Disziplinen, von den einzelnen Communities in Gänze eben tatsächlich auch gelebt. So, das war es soweit von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken Ihnen, Frau Schmitz. Vielen Dank.